Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, jetzt sind wir in der unterirdischen Basis. Ah, Mist, in den Geräuschen. Verdammt. Ist leider nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Rück in eure Stellung. Rück zu euren Stellungen. Ja, ja. Jetzt muss ich aufpassen. Hier bin ich damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, sehr oft runtergefallen. Weil ich die Tasten irgendwie ein klein wenig losgelassen habe und dann hat Snake ein wunderschönes heißes Bad genommen. Was aber nicht allzu angenehm war. Ja. Was hab ich gesagt? Was ist das Problem? Nein. Snake! Snake! Okay, ich geb's zu, das ist der typische Vorpack gewesen. Jetzt lassen wir den Typen mal Typ sein. Aber immer wenn ich das hier. Ich wollte gerade sagen, das passiert immer, wenn ich in die Hocke gehe. Nein, diesmal bin ich. Ach, ich geb's zu, ich liebe es einfach, wie Snake immer so ein heißes Bad nimmt. Warum soll ich lügen? Okay. Jetzt aber ernsthaft. Ganz vorsichtig sein. So, jetzt abwarten, bis das rübergekommen ist. Nur Geduld haben. Ja. Hier sollte man nicht den Fehler machen und dann da, ne? Hochgehen. Cardbox. Hm? A box? Hm. The box. Jack in the box.
richtig. Der kommt runter. Snake, gib Persengeld. Nein, weg hier. Willkommen in der Sauna. Okay. Immer jemand drauf, der da hoch oder mit hochkommt. Okay, es war keiner dran. Okay. Ich glaube, das war beim Metal Gear Solid 4, wo wir dann hier waren. Glaube ich zumindest. Keiner. Sagen, geht doch. Verdammte Suicide Squad. Hätte die Farmers benutzen sollen. Egal. Ah. Zweites Untergeschoss. Was? Zweites Untergeschoss. Plusanlagen. Und Darmunterwäsche? Au, au, au. Nicht so grob. Du blödes Ding, du. Jetzt kriegst du eine gedöppelt.
Ja, so ist das. Ja, da war ja was. Komisch. Diese Mine hat mich aber nicht erwischt. Mensch, toll. Kann ich nicht aufsammeln. Bin voll mit Minen. Uff. Mieste. Ja. Was soll ich denn machen? Ich konnte nicht aufheben. Okay, dann kriegen wir eben da vorbei. Kann mich nicht erinnern, dass da welche hier gelegen haben. Ich meine, ich spiele auf normal. Nicht auf hart oder so. Ich spiele auf normal. Das ist einfach verdammt lange her, als ich das Original gespielt habe. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Könnt ihr da euch dran erinnern? Dass da hier Minen waren? Metal Gear ist ganz unten. Schnell! Keine Zeit. Die Terroristen sind schussbereit. Keine Verhandlungen mehr? Die Regierung kann sich Terroristen nicht beugen. Aber sie drohen mit der Atomrakete. Das ist ihr letztes Wort. Warum ist das Weiße Haus so unflexibel? Colonel, verbergen Sie etwas vor mir. Snake, bitte. Halten Sie sie einfach auf, okay? Metal Gear ist ganz unten. Naja, Metal Gear. Hier gibt es viele Krähen. Das sind keine Krähen, das sind nordische Raben. Die Eskimos und Indianer verehrten die nordischen Raben als Schöpfergottheiten. Raben sollen den Tod vorhersagen können. Der große englische Dichter Marlowe schrieb im 16. Jahrhundert etwas wie: So trägt der traurig düstere Rabe im Schnabel schon des Siechen letzten Ruf und breitet in der nächtlich dunklen Stille mit finsterer Schwinge Klagen aus und weh. Klingt ziemlich finster, Master. Übrigens. Ja? Ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge. Der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte. Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Die begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja... Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Colonel, wo ist Naomi? Ich bin hier, Snake. Warum? Oh, nichts. Keine Sorge. Seltsam. Snake, die Terroristen haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Schwinden Sie keine Zeit mehr. Hm. Ich
Fahrt mit dem Aufzug nach unten bringt sie ins Lager. Die Metal Gear Basis liegt direkt dahinter. Raben. Was meinen Sie? Es gibt viele Raben hier. Es gab hier schon vorher Raben. Aber aus irgendeinem Grund hat ihre Zahl dort enorm zugenommen, seitdem Foxhound auf der Basis ist. Merkwürdig. Was das wohl zu bedeuten hat? Wenn die Zahl der gelagerten Atomwaffen nicht... Ja. Das wollte ich jetzt gar nicht gewusst haben. Egal. Fahren wir weiter. Ach ja. Ein bisschen Kniebeugen machen. Die Fahrt dauert eben lange. Auf und nieder, immer wieder. Wie ist das Essen? Ach ja. Hier noch irgendwas, was ich... Alter, nö. Mach eine Fliegerabe. C4. Okay, dann wollen wir mal. Auf zur nächsten Runde. Willkommen, Kassan. Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Die stimmen ja. Raben sind keine Aasgeier, wie viele Leute denken. Sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Muss für jemanden deiner Größe ganz schön eng sein. Das war doch kein Kampf. Die Raben und ich wollten testen, was für ein Mann du bist. Das Urteil ist gefällt. Die Raben sagen, du bist ein echter Krieger. Eine Illusion. Ich bin gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum. Du scherzest, doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. Zwei Gegner ziehen einander in bitterer Kälte an den Ohren. Ein Test der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt. Oh, ja. Vulcan Ray
Raven ist halb Alaska-Indianer und halb Inuit. Man sagt, er ist Schamane und hat übernatürliche Kräfte. Im Kalten Krieg wurde er in Russland bei den Spezialeinheiten ausgebildet. 1993 wurde er von Präsident Jelzin nach dem Putsch abgesetzt. Er verließ das Land und wurde Söldner. Danach schloss er sich dem Krieg auf Bestellungsunternehmen Outer Heaven an, bis er auf Empfehlung von Revolver Uzi zu uns in Foxhound stieß. Er hält eine 20 mm Falkenkanone in der Hand. Die sind normal auf Kampfflugzeugen montiert. Lassen Sie sich auf kein Feuergefecht ein. Er macht Hackfleisch aus Ihnen. Er ist nicht nur stark, Snake. Er hat ein Diplom der Alaska University, also kann er auch denken. Jedenfalls greifen Sie besser nicht von vorn an. Normale Waffen richten gegen die 20 mm Falken nichts aus. Kommen Sie von der Seite oder von hinten? Das könnte man jetzt zweideutig verstehen. Der Ort liegt mitten im Permafrost. Wie der Name sagt, taut es dort nie. Über 85% von Alaska sollen aus Dauerfrostgebieten bestehen. Es ist dort extrem kalt. Beeilen Sie sich, sonst gefrieren Ihre Rationen. Sie können Ihre Rationen wärmen, wenn Sie sie nehmen und dicht an Ihren Körper halten. Gefrorene Rationen. Yummy. Der Raum wird noch gebaut, weil die unterirdische Basis für Metal Gear Priorität hatte. Der Vorteil aber ist, dass man sich in all den Containern wohl gut verstecken kann, nicht? Sieht aus, als hätte Raven eine M61A1. Eine 20mm Valkenkanone. Normalerweise werden die den F-16 aufgesetzt. Mit den 6 rotierenden Geschützen kann sie 4020mm Geschosse pro Minute abfeuern. Und sie ist zielgenau. Gehen Sie frontal auf ihn zu und sie sind Hackfleisch. Hackfleisch. Jetzt ist es Zeit, dass wir endlich mal unsere Dings mal aktivieren. Nein, steh auf! Steh auf! Nick. Da! Komm hier raus! Nö! Komm du doch rein! So, das ist. Ich hab gedacht, das wären die Dings. Naja, ich sollte mal auch mein Infrarot anlegen, sonst laufe ich gleich in meine eigenen Minen rein. Thank you.
Was sagt er genau da? Komm raus oder hol ihn raus? Ah Mist, das hat ihn nicht irgendwie nicht gejuckt jetzt gerade. Warum schießt du eigentlich da, wo nix ist? Geht dir langsam die Puste aus. Bäh. Kuckuck, schwanger. Ah, hat er mich erwischt und ich krieg ihn. Ich bin. Ah, Mist. Oh, ich muss aufpassen. Ich gleich. Overgame. Einmal noch. Schweigert. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn doch. Ich hab doch direkt auf ihn geschossen. Ah, keine Finger mehr. Echt so, warum sagt das keiner? Ah, Gott, dann die Mine hat's geregelt. Es ist wie der Boss sagte. Mein Dasein auf dieser Welt ist nicht länger erforderlich. Doch mein Körper bleibt nicht an diesem Ort. Mein Geist und Fleisch werden eins mit den Raben. So kehre ich zurück zu Mutter Erde, die mich trug. Snake, ich werde dir zusehen, verstanden? Snake. Nimm diese Sicherheitskarte. Sie öffnet jene Tür. Wieso? Du bist eine Schlange, die nicht von der Natur geschaffen wurde. Du und der Boss. Ihr seid aus einer anderen Welt. Eine Welt, die ich nicht kennen möchte. Geh und kämpfe mit ihm. Ich werde von oben zusehen. Zuvor gebe ich dir einen Tipp. Der Mann, der vor deinen Augen starb. Was ist los? Warum?
nicht der damalige. Es war Decoy Octopus, ein Mitglied von Foxhound. Ein Meister der Verstellung. Er kopierte selbst das Blut seiner Opfer. Er entleerte das Blut des Chefs und benutzte es für sich selbst. Aber er konnte den Engel des Todes nicht täuschen. Der Engel des Todes! Aber weshalb all die Mühe? Weshalb den Chef verkörpern? Das ist das Ende meines Hinweises. Den Rest des Rätsels musst du selber lösen. Snake, in der Natur gibt es kein grenzenloses Gemetzel. Es kommt immer zu einem Ende. Du bist anders. Was willst du damit sagen? Der Weg, den du gehst, hat kein Ende. Bei jedem Schritt, den du tust, folgen dir die Leichen deiner Feinde. Ihre Seelen verfolgen dich auf ewig. Du findest keinen Frieden. Hör mich, Snake. Mein Geist wird dich beobachten. Ja. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt! Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Kleines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Doch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des ARMS-Tech-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Halt, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Eieieiei. Ja, die Schlinge geht immer weiter zu. Leider weiß ich nichts über Dr. Naomi. Da kann ich nicht viel sagen. Überlassen Sie das lieber Colonel Campbell. Sehen Sie besser zu, dass Sie in den Kontrollraum kommen. Ich glaube, Natascha gibt da keinen Kommentar zu. Infrarot-Sichtgeräte verstärken kein Licht, sondern erzeugen Bilder durch Darstellung von Wärmeabstrahlung. Sie funktionieren nicht nur in völliger Dunkelheit, sondern durchdringen auch optische Stealth-Systeme. Sie können damit auch Claymores sehen. Sie ermüden aber die Augen. Verwenden Sie sie also nicht zu lange. So, mal sehen, was sie jetzt noch sagt. Ohne Zweifel war die Gefahr eines globalen Atomkriegs nach dem Kalten Krieg stark gesunken.
Andererseits nahm aber das Risiko eines taktischen, örtlich begrenzten Einsatzes von Atomwaffen enorm zu. Bürgerkriege, Revolutionen, regionale Konflikte. Fast jeden Tag bricht irgendwo ein neuer Krieg aus. Oft auf dem Boden uralter Feindschaft zwischen ethnischen oder religiösen Gruppen. Diese Leute denken nicht rational oder logisch. Die große Zahl der Opfer unter Zivilisten und internationale Kritik bedeuten hier gar nichts. Und die aufgepeitschten Emotionen machen atomare Abschreckung wirkungslos. Außerdem liegt die Entscheidung über den Einsatz von taktischen Atomraketen im Gegensatz zu strategischen oft bei den Generälen im Feld. Gruselig. Solange Atomwaffen weiterverbreitet werden, wächst das Risiko, dass jemand sie eines Tages einsetzt, stetig an. Ja, das stimmt allerdings. Sind wir ja momentan an der jetzigen Situation, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Ich meine, das geht ja an keinen vorbei, ne? Du, er ist blau geworden. Ups. Hab ich da gerade mich selber gespoilert? Nein. Ich kenne das Spiel ja. Ach ja. Wir nähern uns immer wieder. Immer näher. Wir nähern uns immer näher. Ja, den Hauptgrund des Spiels. Und ich meine jetzt nicht die Kameras. Und ich finde das irgendwie gemein. Ich meine, Decoy Octopus hat ja nie wirklich eine Chance gehabt, mit uns sehr zu kämpfen, ne? Er stirbt einfach nur an dieser Krankheit, ne? Und wie wohl sein Kampf ausgesehen hätte, wenn er erstmal obwohl ein Boss hätte sein können, ne? Weiß es nicht. Ich meine, was hat er denn noch drauf gehabt? Er kann sich gut verkleiden, er kann gut Leute imitieren und alles Mögliche. Schwierig, ne? Schwierig. Na gut. Gut. Ja, dann wollen wir mal weitermachen.